Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Mir ist letztens aufgefallen, in meinen Make-up- und Skincare-Jahresfavoriten habe ich euch gar kein frohes neues Jahr gewünscht. Das war keine Absicht, das war auch nicht böse gemeint, aber ich bin da eher so pragmatisch. Ich sage das ab dem 2. oder 3. Januar schon nicht mehr. Eigentlich auch nicht am 1., weil ich denke mir so, ja, es ist halt ein neues Jahr, ne? So ist es halt, das ist jedes Jahr so. Aber ja, nichtsdestotrotz wünsche ich euch allen ein wunderschönes Jahr 2019. Ich hoffe, ihr habt alle Gesundheit, das ist das Wichtigste. Liebe, Glück und Freude. Und ja, das, damit ist dann auch alles gesagt. Könnt ihr eigentlich gerade mein Schulter-Highlight sehen? Ich glaube ja, oder? Das ist nämlich der Liquid-Highlighter, den ich auch in meinen Jahresfavoriten für Make-up gezeigt habe. Mamushka. Also wie gesagt, ich hoffe, wir haben alle ein wundervolles Jahr 2019. Heute möchte ich euch meine Jahresfavoriten zum Thema Parfum zeigen. Ich habe mir 10 Parfums rausgesucht. Das war wirklich sauschwer, weil ich habe ja, wie ihr wisst, einige Düfte in meiner Kollektion. Könnt ihr auch gerne bei Parfumo nachschauen. Ich verlinke euch das in der Infobox. Und ja, 10 Parfums da rauszusuchen, das war echt ein hartes Brot. Aber ich habe mir Mühe gegeben und meine allerliebsten Parfums, die ich dieses Jahr, letztes Jahr getragen habe, zeige ich euch jetzt. Fangen wir mit einem ganz tollen Duft an, auf den ich durch eine Kundin gekommen bin. Sie kam nämlich rein und roch sofort. Sie hatte sofort eine Wolke von dieser Süße und dieser Mandelnote. Und ich dachte sofort, oh mein Gott, was trägt sie? Ich bin auch sofort zu ihr hingerannt und gesagt, Mädel, ist mir scheißegal, was du hier willst, aber sag mir, was trägst du für ein Parfum? Und es war dieses. Das ist das Valentino Donna Aqua. Ganz wichtig, Aqua. Und oh, es hat halt einfach, es ist süß, es ist mandelig. Ich liebe einfach diese Mandelnote da drin. Das ist einfach so geil. Es hält unglaublich lange und umgibt euch einfach mit einer Wolke von Eleganz und Gemütlichkeit. Und diese Süße, die strahlt einfach immer wieder zu euch hoch in die Nase und man fühlt sich wohl und geborgen und einfach nur wundervoll. Ich liebe diesen Duft. Man kann es auch sehen, ich habe direkt die Riesenpulle davon. Und es ist auch schon ein wenig was raus und lovely. Riecht auf jeden Fall mal dran, wie an allen Düften, die ich euch heute zeige. Der nächste Duft, der auch in die Kategorie süßlich, geborgen, warm, wundervoll geht, ist von Jessica Simpson Fancy. Ich liebe allein die Flacon. Also, oh mein Gott, es sieht aus wie so ein Karussell, finde ich. Wie auf so einem uralten Jahrmarkt, so ein Karussell. Da, das ist einfach so wunderschön. Ach, die Verzierung hier drauf, Mamushka. Wenn ihr Mon Guerlain kennt, der geht in die Richtung, aber ist nochmal komplett anders. Da ist sehr viel Karamell drin. Oh, oh, so geil. Also dieses wirklich, dieser karamellisierte Zucker. So ist das. Jetzt nicht erschlagend süß, einfach unfassbar gemütlich. Wie eine dunkelbraune Kaschmirdecke, die ihr euch umlegt und in die ihr euch reinkuschelt. Und den trage ich vor allem sehr, sehr gerne zum Einschlafen. Und oh mein Gott, der ist einfach so wahnsinnig bequem, gemütlich, lecker und ihr träumt euch einfach in ein zuckriges Wunderland und oh, ich liebe den so, so sehr. Ist auch nicht so teuer, müsst ihr mal schauen. Also den gab es auch auf Notino ganz oft noch und ja, der ist einfach, oh mein Gott, ich liebe den. Ein wundervoller Duft aus dem Hause Guerlain ist Samsara. Das ist noch die alte Packung, die habe ich noch in TK Maxx erwischt. Die neue finde ich jetzt nicht so schön. Irgendwie ist die einfach so, so klassisch und dieses tiefe Rot und der Duft, oh mein Gott, er ist so wundervoll cremig. Ich kann ihn kaum beschreiben, es ist so dieses Sandelholz-cremige, süßliche. Ich trage den sehr, sehr gerne an sonnigen Frühlingstagen. Es ist noch nicht ganz warm, aber auch nicht zu kühl. Genau das richtige Zwischending und die Sonne scheint und man hat gute Laune und da trage ich diesen Duft so gerne. Ich vergleiche den gerne mit Chanel Beige. Der hat ja Honig drin und der hat halt auch so eine leichte Honigsüße. Oh, der ist einfach der... Oh, wundervoll. Das ist übrigens das, ich glaube, das Eau de Toilette. Ja, das ist das Eau de Toilette. Gibt auch Eau de Parfum und ich glaube auch ein Essence de Parfum. Also es gibt ja alles Mögliche und ein Klassiker von Guerlain. Oh, also früher habe ich immer gedacht, nein, den trägst du nicht, bevor du 40 bist oder so. Aber hier sitze ich mit meinen 30 Jahren und vergöttere diesen Duft. Auf diesen Duft bin ich durch meine Parfum-Queen Amy Loves Perfume gekommen. Amy, if you watch this, I love you so much. Das ist Oscar Velvet Noir, Oscar de la Renta. Und allein die Flasche,
Oh my God, it's so golden and precious. Und der Duft ist wirklich unglaublich speziell. Der geht in eine sehr maskuline Richtung, ist aber dennoch weiblich genug, dass es noch als Unisex durchgeht. Versteht ihr, was ich meine? Der hat dieses udige, Rosen, Maske, der ist einfach unfassbar sexy. Also das ist wirklich so ein Duft für die Frau, die weiß, was sie will, die ein Smoky Eye schminkt. Also eine Frau, die weiß, oh mein Gott, verstehe mich jetzt nicht falsch. Eine Frau, die weiß, was sie will, muss sich nicht schminken oder ne, sich irgendwie speziell anziehen. Das kann jede Frau sein. Mein Gott, man kann sich ja heutzutage in allem verrennen. Ne? Wir haben 2019, da fühlt sich ja jeder angegriffen. Aber ich assoziiere diesen Duft einfach mit Lederjacke, mit einem rockigen Smoky Eye und Haare so ein bisschen gewellt. Und man fühlt sich einfach locker, frei. Und dieser Duft spiegelt das einfach... Ich nehme schon den Mund. Dieser Duft spiegelt für mich einfach weibliche Unabhängigkeit wider, dass man sich sexy fühlt und einfach... You're gonna hear me roar. Also ein absoluter sexy Duft für eher kältere Tage. Ein Traum. Also, aber auch für Männer, ne? Auch für Männer. Ich wurde dieses Jahr, ich glaube, auf kein anderes Parfum so angesprochen, beziehungsweise so oft angesprochen, wie auf dieses. Das ist ein kleines Travel-Set, das gibt es auch in einer großen Flasche. Und zwar ist es von Bottega Profumeria, Bottega Profumeria Gourmand. Das ist ein Eau de Parfum und habe ich euch ja schon mal gezeigt. Das ist so ein Travel-Set mit 3x15 ml. Eins davon habe ich verschenkt und das ist einfach der wundervolle Karamell-Vanille-Duft. Oh mein Gott, jedes Mal, wenn ich den trage, hier ist auch schon einiges raus. Oh mein Gott, jedes Mal, wenn ich den trage, oh mein Gott, Anni, was trägst du? Du riechst so lecker. Warst du gerade eine Konditorei ausrauben? Hast du eine Bonbonfabrik überfallen? Der riecht einfach so wahnsinnig süß, köstlich, lecker, karamellisiert. Als ob ihr euch unter eine Karamelldusche gestellt habt und transparentes, durchsichtiges Karamell umhüllt euch und ihr seid trotzdem so, wie ihr seid, aber das Karamell überzieht einfach euren ganzen Körper. Was rede ich hier für eine Scheiße? Aber es ist einfach so. Oh Gott, ich liebe diesen Duft so unglaublich. Also wenn ihr Vanille-Karamell-Düfte mögt, kann ich euch jetzt schon mal zu 100% garantieren, dass ihr den lieben werdet. Also wow, eine der Entdeckungen des Jahres 2018. Ein Duft, von dem wir alle nicht gedacht hätten, dass ich den jemals in meinem Leben besitzen werde, ist von Mugler, der Alien Essence Absolue. Und, oh Gott, diese Duftfarbe, dieser Flakon, ist einfach so wundervoll. Oh Gott, das müsste ich gleich als Thumbnail nehmen, ne? Oh. Alleine die Schönheit des Flakons, man kann da irgendwie 8 Stunden vorsitzen und sabbern, der ist einfach wundervoll. Und der Duft, habe ich euch auch schon gesagt, es ist einfach wie Vanillepudding, wie warmer, köstlicher, authentischer, selbstgemachter Vanillepudding, der euch umhüllt und der euch einfach in eine Trance der Gemütlichkeit und Geborgenheit versetzt. Also wow, ich liebe den zu tragen und ihr fallt mit diesem Duft definitiv auf. Also ihr werdet darauf angesprochen, ihr zieht halt auch wirklich eine Wolke hinter euch her. Der Duft ist wirklich da, präsent und nimmt den Raum ein. Also wow. Also ich mag den normalen Alien wirklich nicht, also beziehungsweise an mir nicht. An anderen Leuten fällt der mir immer auf und ich sage, oh mein Gott, was tragt ihr? Aber an mir riecht er halt nicht gut und der riecht an mir halt wirklich wundervoll und I'm so in love. Eine Limited Edition, die mich letztes Jahr sehr gecatcht hat, ist auch, hätte ich niemals gedacht, von 4711 Aqua Colonia, das Vanilla and Chestnut. Das kam halt in der LE raus. Ich weiß auch nicht, ob es das noch gibt, bestimmt vereinzelt online oder... in irgendwelchen vereinzelten Stores. Ich habe es aus dem Müller gekauft und man assoziiert ja mit Aqua Colonia als Kölnisch Wasser, das klassische Kölnisch Wasser, das nach Neroli und frisch, zitrisch riecht. Für mich ist es absolut gar nichts. Einige Menschen lieben es, also sehr viele Menschen eigentlich. Ich glaube, das ist eins der beliebtesten Duftwässerchen auf der Welt. Aber das hier ist komplett anders. Das ist warm, vanillig, nussig. Hält leider nicht so lange, also bei mir so 4-5 Stunden, aber da ist halt so günstig, da sprüht man halt gerne auch mal nach. Aber auch darauf wurde ich so oft angesprochen. Ach, das ist einfach so wundervoll, ihr zieht einfach so eine tolle, samtige, süßliche, nussige Wolke hinter euch her. Es ist ein unfassbar gemütlicher, toller Duft.
Oh mein Gott, ich kann den so empfehlen. Also, falls ihr die Gelegenheit haben solltet, schnüffelt dran und lasst euch begeistern. Wie ihr wisst, liebe ich kuschelige, warme Amberdüfte und dieser Duft, oh mein Gott, ist einer der wundervollsten Amberdüfte, die es, glaube ich, auf der Welt gibt. Ich habe natürlich noch nicht alle gerochen, duh, aber wow, da kommt so schnell nichts dran. Und zwar ist das von, Achtung, Maison Francis Cookjan, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, aber das ist der Grand Soir und das ist wirklich ein Duft für einen großen Abend. Wow. Oh mein Gott, also wow. Die gibt es mittlerweile auch nicht mehr allzu selten, die findet ihr in Pieper zum Beispiel, ja, wo noch, halt in so kleineren Parfümerien eher. Aber der ist einfach so geil, das ist einfach dieser vanillige, süße, leckere, cremige Amber, der ist unfassbar. Also wow, der ist auch die ganze Zeit bei euch. Der verfliegt nicht so schnell und Gott, der ist einfach so schwer zu beschreiben. Also so wie die Farbe aussieht, so ist auch der Duft. Warm, wohlig, wonnig, gemütlich. Ja, würzig nicht, aber halt dieser cremige, wundervolle, süße, warme Amber. Oh Gott, ich kann es euch nicht beschreiben. Der Flakon ist auch so wunderschön. Und viele stehen ja auf das Baccarat Rouge von dem Herrn Cookjan. Meins ist es absolut gar nicht. An mir riecht er irgendwie so staubig und so, weiß ich nicht. Also der entwickelt an mir so eine ganz, ganz komische Note. Ich mag ihn überhaupt nicht. Aber dieser Duft, holla the fucking Waldfee. Mit diesem Duft grüße ich auch meine liebe Elena. Den hat sie mir zu Weihnachten geschenkt. Vielen Dank nochmal, liebe Elena. Das ist der Miss Dior Le Parfum. Und ich wollte den schon ewig haben. Auch der hat Amber drin und den trage ich auch heute. Und ich finde die Flasche einfach, guckt euch einfach mal den Flakon an. Ich finde das so, so schön. Fand ich schon immer diese Schleife. Und oh, ich finde es so ein Jammer, dass Dior den Miss Dior umformuliert hat 2017. Das ist... Die haben den so verschlimmbessert. Also das, oh, einfach nur traurig, also ganz ehrlich. Oh, der Duft hat einfach dieses fruchtig, süße, florale, noch nicht mal so floral, aber halt dieses warme, würzige, amberige. Der ist einfach so wahnsinnig elegant und passt halt auch so. Ich habe mich auch heute so ein bisschen, so scheiße, mein Ohrring. Ich wollte gerade sagen, wie elegant ich mich heute passend zu dem Duft gekleidet habe und ja, schwupps ist mein Ohrring rausgefallen. Ja, zack, baumeln sie wieder. Ja, aber wie gesagt, es passt halt wirklich zu so einem Outfit, so ein bisschen eleganter in Schwarz und ein paar größere Ohrringe und ja, das ist einfach so ein wundervoller, eleganter, traumhafter, warmer, fruchtiger Amberduft. Oh mein Gott. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt discontinued wurde oder nicht. Also bei mir im Müller gab es den eigentlich immer und irgendwann gab es den nicht mehr. Deshalb hatte ich Elena gefragt und sie meinte dann, ja, ich besorge dir den. Und wie gesagt, ich weiß nicht, wie es um den Duft steht. Aber falls ihr daran kommen solltet, dann grab it, weil der ist einfach, oh mein Gott, ein Traum. Und zu guter Letzt mein absoluter Lieblingsduft und ich muss sogar sagen, ich glaube, der Lieblingsduft aus meiner gesamten Kollektion. Und das soll was heißen. Das ist von der Schlossparfümerie der H-100 Jubilee. Den habe ich euch auch schon so oft gezeigt, aber das ist einfach der Honigduft schlechthin. Honig, Karamell, süß, authentisch. Oh mein Gott. Also, wow. Bestellt euch da bitte einfach mal eine Probe. Auf der Seite kann man das, glaube ich, auch machen. Und träumt mit mir. Also der Duft ist... Jedes Mal bricht mir auch das Herz, wenn ich einen Sprüh davon verwende. Gott sei Dank braucht man davon nicht so viel, weil er wirklich intensiv ist. Aber es ist halt wirklich dieser authentische Honig mit dieser Karamellsüße. Den trage ich sehr, sehr gerne morgens, wenn ich noch total müde bin und arbeiten muss. Dann trage ich den gerne auf, so zur Frühschicht. Oh, das ist einfach... Der wärmt euch einfach sofort auf und macht... Der weckt bei mir solche Glücksgefühle. Ihr wisst ja, ich liebe Honig und Gott, das ist für mich der Honig schlechthin. Hat auch ein bisschen was Rauchiges, aber ganz, ganz leicht nur. Aber dieses Honig und Karamell, das sticht einfach heraus und wow. Also der hier ist meine absolute Duftliebe und wird es auch immer sein. Mir fehlen die Worte.
Und das war es dann auch von meinen Lieblingsdüften aus dem Jahr 2018. Schreibt mir immer gerne auch eure allerliebsten Düfte in die Kommentare. Ich bin so gespannt, was ihr so gemocht habt und mögt. Und ja, jetzt bleibt nichts anderes dazu sagen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Hoffentlich geht es euch allen gut und wir sehen uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Bis dann. Tschüss.